Durch Kombination von zwei Elektroden können wir Batterien und Akkumulatoren aufbauen, sprich wir erhalten galvanische Zellen. Wir bauen aus einer Zinkelektrode und einer Kupferelektrode eine galvanische Zelle. Dies ist die berühmte Daniell-Zelle. Sowohl für Zink als auch für Kupferelektrode gilt die Nernst'sche Gleichung. Wir können separat die Elektrodenpotenziale berechnen und stellen fest, dass das Zink ein negativeres Potential besitzt als das Kupfer. Elektronen werden also im äußeren Stromkreis vom Zink zum Kupfer fließen. Zink ist die Anode, Kupfer ist die Kathode. Die Spannung, die wir abgreifen können zwischen Anode und Kathode, die sogenannte EMK oder Leerlaufspannung, entspricht der Differenz des Kathodenpotentials minus dem Anodenpotential. Wenn Strom fließt, findet eine Redoxreaktion statt. An der Anode werden Zink oxidiert, an der Kathode werden Kupfer-2+-Ionen reduziert. Wenn wir unseren Daniell-Akku aufladen wollen, müssen wir aus der Kathode eine Anode machen und aus der Anode eine Kathode. Dann müssen wir von außen eine Zersetzungsspannung anlegen, mindestens gleich der Leerlaufspannung. Der Potentialverlauf im Daniell-Element sieht so aus: Wir starten im Zinkmetall bei einem sehr geringen Potential, haben dann den Potentialsprung der Phasengrenze Zink-Zink-2+. Dieser Potentialsprung entspricht dem Redoxpotential der Zinkelektrode. Gehen dann durch eine Salzbrücke zur Kupferelektrolytlösung und haben einen weiteren Potentialsprung zum Kupfermetall. Von außen messen können wir nur die Differenz E-Kathode minus E-Anode 1,1 Volt. Auch zwischen den Elektrolyten kann eine Potentialdifferenz auftreten, das sogenannte Diffusionspotential. Dies können wir jedoch minimieren, wenn wir eine Salzbrücke einbauen. Generell ist es so, dass in einer galvanischen Zelle eine Redoxreaktion abläuft. Bei dieser Redoxreaktion findet jedoch nicht wie im spontanen Fall Oxidation und Reduktion nah beieinander statt, sondern wir haben Oxidation und Reduktion räumlich getrennt. Die Oxidation findet an der Anode statt, die Reduktion findet an der Kathode statt. Durch diese räumliche Trennung erzwingen wir einen Elektronenfluss im äußeren Stromkreis von der Anode zur Kathode. Während bei der Redoxreaktion, die spontan abläuft, die gesamte Enthalpie als Wärme frei wird, wird bei der galvanischen Zelle die freie Enthalpie als elektrische Arbeit frei. Das heißt, wir können mit einer galvanischen Zelle einen sehr großen Prozentsatz der Enthalpie als Nutzarbeit gewinnen. Wir können die freie Enthalpie aus der Leerlaufspannung Delta E errechnen. Aus der Temperaturabhängigkeit der Leerlaufspannung d Delta E nach dt können wir die Reaktionsentropie Delta S errechnen. Es ist also möglich, mit galvanischen Zellen thermodynamische Kenngrößen der Redoxreaktion, die in der galvanischen Zelle stattfindet, zu ermitteln. Hier haben wir zum Beispiel die Leerlaufspannungen eines Daniell-Elements bei 20, 25 und 30 Grad. Wir können aus diesen Werten die thermodynamischen Kenngrößen der Redoxreaktion Zink+Kupferion berechnen. Aus dem Wert für 25 Grad erhalten wir zum Beispiel die freie Enthalpie zu minus 212 kJ pro Mol. Aus der Temperaturabhängigkeit der Leerlaufspannung von minus 80 Mikrovolt pro Kelvin erreichen wir eine Entropie von minus 15,4 Joule pro Mol und Kelvin. Und wir können zusätzlich noch die Enthalpie aus der Gibbs-Helmholtz-Gleichung ermitteln zu minus 216,8 kJ pro Mol. Wir können auch aus zwei identischen Redoxpaaren eine galvanische Zelle aufbauen. Voraussetzung ist allerdings, dass die Konzentrationen an den beiden Elektroden unterschiedlich sind. Wir sprechen dann von Konzentrationszellen. Ein bekanntes Beispiel ist die Lambda-Sonde. Wir haben hier zwei Sauerstoffelektroden. Die Nernst'sche Gleichung ist im Prinzip an Kathode und Anode identisch. Lediglich der Sauerstoffpartialdruck ist an der Anode deutlich größer als an der Kathode. Wenn wir die Leerlaufspannung dieses galvanischen Elementes ausrechnen wollen, müssen wir die beiden Nernst'schen Gleichungen voneinander abziehen. Wir erhalten dann als Leerlaufpotential diesen Ausdruck. Aus dem Leerlaufpotential können wir
die Sauerstoffkonzentration auf der Abgasseite berechnen. Wir können mithilfe der Spannungsreihe die Möglichkeit von Redoxreaktionen voraussagen. Kann man zum Beispiel mit Sauerstoff Eisen oxidieren? Wir können uns diese Redoxreaktion zusammengesetzt denken aus einer Eisenelektrode und einer Sauerstoffelektrode. Wir schauen die entsprechenden Potenziale in der Spannungsreihe nach. Minus 0,44 Volt für Eisen, plus 0,4 Volt für Sauerstoff und pH 7. Und wir erkennen, dass das Redoxpotential von Sauerstoff ausreicht, um Eisen zu oxidieren. In der Tat ist das die Reaktion, die bei Sauerstoffkorrosion von Eisenwerkstoff eine große Rolle spielt. Wir wollen uns diese elektrochemische Korrosion noch einmal etwas näher anschauen. Wir haben einen Elektrolyten, der mit Sauerstoff in Kontakt kommt. Und wir haben unseren Werkstoff. Der Werkstoff ist nicht ganz homogen. Wir haben Stellen mit edlerem Potential, Stellen mit etwas weniger edlem Potential. Am edleren Potential wird der Sauerstoff reduziert. Bei einem unedleren Potential wird der Werkstoff oxidiert und es bildet sich die übliche Korrosionsstruktur. Wenn der Werkstoff aus zwei unterschiedlichen Metallen aufgebaut ist, dann äußert sich dieses Bild so, dass nur das unedlere Metall sich auflöst und am edleren Metall die Sauerstoffreduktion stattfindet. Wenn wir Eisen mit Zinn kombinieren, wird an den Kontaktstellen Eisen beschleunigt oxidiert. Wenn wir Eisen mit Zink kombinieren, wird das Zink oxidiert und das Eisen ist kathodisch geschützt. Durch Kombination von Elektroden erhalten wir galvanische Zellen. Die Leerlaufspannung einer galvanischen Zelle können wir errechnen, indem wir vom Kathodenpotential das Anodenpotential abziehen. Die Leerlaufspannung ist immer positiv und wir können daraus die freie Reaktionsenthalpie der Redoxreaktion ermitteln. Wir können eine weitere thermodynamische Kenngröße, die Reaktionsentropie, berechnen, wenn wir die Temperaturabhängigkeit des Leerlaufpotentials kennen.